Wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich habe eine Uhr in der Hand. Was macht er mit einer Uhr? Also in diesem Video soll es um Zeit gehen. Gibt es Zeit? Was ist Zeit und woher kommt sie und was macht sie mit dir? Aber es geht nicht um die Uhrzeit, wie ihr euch denken könnt, sondern es geht um deine persönliche Zeit, die Zeit, die uns immer umgibt. Somit tun wir diese Zeit mal hier weg. Einfach mal aus den Gedanken, einfach mal schauen, was umgibt mich eigentlich an Zeit. Also tun wir es mal weg. Ich befinde mich hier in einem schönen, wunderbaren Feld. Gelb, einfach Natur pur. Schön. Sol Vita steht dafür für dich und für eben die Situation, dass du dich selbst designen kannst. Und da gehört Zeitmanagement oder Zeitbewusstsein dazu. Was ist eigentlich Zeit? Zeit ist eine Illusion. Diese Illusion entsteht durch Bewusstsein. Also unser Bewusstsein lässt Zeit entstehen. Diese Zeit manifestiert sich hier in Umwelt, in Wachstum, in Schwerkraft macht sie sich ganz deutlich, denn alles ist Schwerkraft. Pflanzen sind Schwerkraft, Züge, die dort gleich hinten fahren werden, sind Schwerkraft. Der Ort da hinten ist Schwerkraft, also auf Schwerkraft aufgebaut, sonst würde alles in der Luft schweben, ist ja klar. Also das ist Zeit. Zeit ist ein Phänomen, welches real für uns im Bewusstsein existiert und in dem wir auch leben. Unser Körper zum Beispiel ist auch Manifestation, ist auch Zeit. Also der Mensch als solcher ist Zeit und auch zeitlich. Also er hat begrenzte Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor in unserem Leben, denn es gibt Zeitzyklen für unsere Entwicklung. Für unsere Persönlichkeitsentwicklung, für unsere berufliche Entwicklung, für unsere spirituelle Entwicklung und eigentlich für alles. Familie, Beruf, das Leben selber, alles, was es rundherum gibt, ist zeitlich orientiert und läuft. Manche Zeit geht schneller, manche geht langsamer. Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Also Bewusstsein der Freude, des Spaßes, der Langeweile, wo es sich lang zieht. Es ist auch eine Zeit. Aber letztendlich geht es erstmal darum, sich klarzumachen, dass Zeit grundsätzlich eine Illusion ist, die sich dennoch im Leben und hier und jetzt manifestiert und wir Bewusstsein dazu haben. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn man dieses Bewusstsein hat, dass man auch Zeit gestalten kann. Was mache ich denn mit Zeit? Was mache ich mit meiner Zeit? Zeit ist im Grunde genommen das Wertvollste, was wir im Leben besitzen können oder indem wir uns umgeben. Also wir umgeben uns mit Zeit. Und diese Zeit will sozusagen auch bewusst gelebt werden, indem ich meine Zeit manage. Was mache ich mit meiner Zeit? Was tue ich mit meiner Zeit? Das möchte ich hier ganz eindringlich sagen. Liege ich damit auf dem Sofa? Erlebe ich die Welt? Schaffe ich höheres Bewusstsein, geistiges Bewusstsein, spirituelles Bewusstsein? Dafür ist Zeit auch angelegt, denn wir können uns hier als Einzelwesen, als einzelner Mensch in diesem Leben erleben. Und das ist für uns ein wichtiges Instrument. Und das ist ein unglaublich großer Wert, um den übrigens jeder kämpft. Jeder will Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit im Sinne von Bewusstheit, damit er Zeit mit dir verbringt oder du ihm seine Zeit gibst. Arbeitszeit, Lebenszeit, Berufszeit und. Geldzeit. Was bekomme ich für mein Geld? In welcher Zeit, in welcher Stunde, Minute und Sekunde? Oder werde ich für meine Zeit bezahlt, weil sie ganz einfach, weil ich sie gebe, ohne in der Stunde zu berechnen, sondern die Wertigkeit ist dann auf die Zeit als solches angelegt. Zum Beispiel gibt es Arbeitsmethoden, die arbeiten ganz einfach pro angefangene Stunde, pro angefangenen Tag, pro angefangenen Monat. Das waren früher auch zum Beispiel Tagelöhner. Tagelöhner haben für den Zeitraum eines Tages gearbeitet, ohne eine Verpflichtung zu haben. Also jeder hat sich mit Zeit auseinanderzusetzen. Also mit innerer, persönlicher Zeit.
Die innere persönliche Zeit sollte man für sich finden. Und diese innere persönliche Zeit sagt einem auch die Wahrheit über einen selbst. Wer bin ich? Was mache ich? Was tue ich? Was liegt in meinen Stärken? Was liegt in meinen Kräften? Was liegt in meinen Möglichkeiten? Was ist denn gerade in den Möglichkeiten in der Zeit vorhanden? Also als Astrologe, beratender Astrologe, ist es so, mache ich ja Zeitbetrachtung. Also als Astrologe betrachte ich die Zeit eines Menschen oder eines Ereignisses oder eines Unternehmens oder einer Situation. Dazu brauche ich den Geburtstag, Geburtsort und Geburtszeit. Hätte ich diese Manifestation nicht, also wo sich da etwas manifestiert, könnte ich solche eine Arbeit gar nicht durchführen. Nur mal als Beispiel. Aber es geht darum, was mache ich mit meiner Zeit in diesem Leben? Und das hat mir die Astrologie gelernt. Nutze deine Zeit, nutze deine Lebenszeit, nutze deine Lebenschance, denn sie ist zeitlich begrenzt. Zeit heißt auch Wachstum. Wachse für dich über dich selbst hinaus. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn alles ist weit, alles ist offen. Es gibt keine festgelegte Zeit für immer und ewig. Das gibt es nicht. Zeit ist begrenzt. Für dich, für mich, für jeden anderen auch. Und dennoch ist Zeit das größte Geschenk, was wir in diesem Leben bekommen können. Also nimm es an, dein Geschenk, pack es aus. Guck rein, lass dich überraschen, wer du bist in dieser Zeit. Es ist eine tolle Chance. Damit möchte ich schließen. Ich sage herzlichen Dank und ich wünsche euch allzeit eine gute Lebenszeit. Keine Uhrzeit, Lebenszeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte das Video teilen. Den Rest kennt ihr und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön.